Herzlich willkommen zur Session Working Backwards, vorwärts, rückwärts arbeiten, um vorwärts zu kommen. So ist es richtig. wir haben hier zwei Speakerinnen mit in der Runde. Das ist einmal Diana Christoph von Civitz im Stifterverband und Lars Schmitz von ABS. Und an die beiden übergebe ich jetzt auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, danke dir, Sebastian. Dann übernehme ich als erstes an der Stelle. Diana Christoph ist mein Name. Ich bin aus der Civitz, die Projektleiterin für ein Förderprojekt, das nennt sich Digital Engagiert. Das ist ein Förderprojekt in Kooperation von Amazon AWS und dem Stifterverband. Und in diesem Förderprojekt, das ich euch gleich vorstelle, spielt Working Backwards diese Methode, die ich oder die Lars euch heute vorstellen wird, eine ganz wichtige Rolle. Und damit wir nicht so viel Zeit verlieren und wir noch ein bisschen Zeit haben, auch miteinander zu sprechen, würde ich vorschlagen, dass ich direkt einsteige und digital engagiert vorstelle. Digital engagiert ist die Förderinitiative von Amazon AWS und dem Stifterverband. Wir sind inzwischen schon in der 5. Förderrunde. Seit 2018 gibt es diese Initiative, und was wir tun mit dieser Initiative oder was die Idee dahinter ist, seht ihr auf der nächsten Folie. Warum gibt es das? Wir als Civitz kommen so ein bisschen aus der Richtung der Zivilgesellschaft und haben den Ansatz, dass die Zivilgesellschaft ein ganz wichtiger Akteur ist für viele Fragen, unter anderem auch für die Bildungswege in Deutschland, und möchten gerne zivilgesellschaftliche Akteure auch fördern und deren Arbeit stärken. Und das machen wir über diese Förderinitiative. Wir haben für dieses Jahr einen Schwerpunkt ausgewählt und möchten vor allem Initiativen aus der Zivilgesellschaft fördern, die sich A, an benachteiligte Gruppen richten und B, digitale Fähigkeiten fördern. Das hilft uns so ein bisschen, diese Initiativen in der Förderrunde ein bisschen zusammenzubringen. Und vor allem soll es auch helfen, dass die teilnehmenden Initiativen sich auch gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig so ein bisschen ergänzen. Und das fällt leichter, wenn man so einen gemeinsamen Arbeitsschwerpunkt hat. Ziel ist es, dass wir mit dieser Initiative chancengerechte digitale Bildung natürlich verbessern und die Möglichkeiten digitaler Teilhabe für junge Menschen so ein bisschen unabhängig von ihrem Hintergrund, unabhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund oder ihrer Herkunft bestärken. Und das machen wir natürlich, indem wir in erster Linie die Initiativen fördern. Was gibt es bei Digital Engagiert? Digital Engagiert ist eine Initiative mit mehreren Förderpunkten. Das eine ist natürlich eine finanzielle Unterstützung. Das sind insgesamt 10.000 Euro, die die Teams über 4 Monate erhalten. Ganz wichtig, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Kern, ist ein individuelles Coaching dieser Teams, die wir fördern. Das heißt, jedes Team, das sich mit einer Projektidee bewirbt, bekommt einen Coach an die Hand, und dieser Coach begleitet im Idealfall das Team über 4 Monate und meistens, oder zumindest ist es das Feedback aus den letzten Jahren, sogar noch darüber hinaus. Diese Beziehungen sind sehr eng und helfen auch den Teams bei ihren individuellen Fragestellungen, die so in dieser Förderphase aufkommen. Was neu dazugekommen ist bei Digital Engagiert, ist ein Workshop-Curriculum. Wir hatten bis jetzt Working Backwards als ein Workshop zum Einstieg und haben gemerkt, okay, es gibt aber Bedarf, da noch mehr zu machen, und haben jetzt inzwischen ein ganzes Curriculum entwickelt, um das wird es heute nicht gehen, sondern tatsächlich nur um Working Backwards. Das wird euch Lars dann gleich im Anschluss noch vorstellen. Außerdem, ihr seht es zum Schluss, das ist so ein bisschen, sind die beiden letzten Symbole, die hier nur so ein bisschen kryptisch dargestellt sind. Nach der Förderphase sollen die Teams im Idealfall natürlich ihre Projektidee umsetzen, und die Teams, die sich besonders gut entwickeln, haben die Möglichkeit, am Ende dann nochmal eine zusätzliche finanzielle Förderung zu gewinnen und tatsächlich auch ein Videodreh, also so ein bisschen Social Media Material, was sie dann erstellen können für ihr Projekt. Und das ist sozusagen eine zusätzliche Gewinnoption am Ende.
Wie läuft digital engagiert ab? Ich habe euch hier einen ganz kurzen Ablaufplan mitgebracht. Wir starten in der Regel mit einer Bewerbungsphase und mit einer Jury-Sitzung, in der dann diese Bewerbungen, insgesamt waren das dieses Jahr über 300 Bewerber, die wir, oder 300 Bewerbungen, die wir aufgenommen haben. Und in dieser ersten Jury-Sitzung werden dann die eingereichten Projektideen ausgewertet. Und dieses Jahr haben wir 10 Teams sozusagen in die Förderphase mit aufgenommen. Die sind mit uns am 22. und 23. in einen Kickoff gestartet und danach direkt in die Working Backwards Session. Das habe ich euch hier so ein bisschen markiert. Ihr seht, das ist also ein total zentraler Punkt innerhalb dieser Förderphase. Das ist der inhaltliche Start. Anschließend gibt es dann noch weitere Workshops und die Coaching-Phase. Es gibt im Juni dann noch eine Deadline für die Teams. Das sind die Fortschrittsberichte, wo sie für sich selber nochmal so ein bisschen reflektieren, was sie jetzt in dieser Förderphase mitgenommen haben, was sie gelernt haben. Es gibt dann noch eine zweite Jury-Sitzung, die wir zwischenschalten, um die Teams nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen und tatsächlich auch die Gewinner auszuwählen. Und am Ende kommt dann natürlich noch die Preisverleihung und eine Abschlussveranstaltung, wo wir einfach versuchen, alle nochmal zusammenzubringen und diese Förderinitiative gemeinsam beschließen. Dieses Jahr ist das als Live-Event geplant. Letztes Jahr war das ein hybrider Event. Und wir freuen uns, dass wir dieses Jahr tatsächlich dann alle wieder auf einem Fleck zusammenkommen oder zu einem Event zusammenkommen und uns tatsächlich face-to-face auch sehen können. Genau, das wird am 5.7. stattfinden. Soweit der kurze Ritt durch digital engagiert. Ich würde an der Stelle direkt an Lars übergeben und auf die nächste Folie schalten. Guten Morgen auch von meiner Seite. Freue ich mich. Achso, wir machen, glaube ich, gleich eine weiter. Gehen wir gleich eine weiter, Diana, bitte. Grüßt euch zusammen. Ihr wisst ja jetzt schon, wie ich heiße. Ihr wisst auch, was ich im März unter anderem gemacht habe, nämlich mich mit den 10 Teams bei Digital engagiert, um die Frage gekümmert, was wollt ihr eigentlich erreichen? Ihr seid alle 10 Teams haben sich ja ein Ziel gesetzt, in irgendeiner Form das Leben von Menschen zu verbessern, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Das soll auch dieses Bild hier so ein bisschen symbolisieren. Es geht halt am Ende eigentlich immer um die Menschen, die dahinter stecken. Und wir haben uns im Rahmen von mehreren Workshops jeweils individuell genau um diese Frage gekümmert. Nun gibt es, könnte man das Ganze titulieren unter Innovation. Ja, Innovation ist im Grunde genommen das Schaffen von Lösungen für Probleme. Das ist nicht das Erfinden von neuen Technologien oder sowas, sondern eigentlich versucht man, Probleme zu lösen. Und wenn du nochmal eine weitergehst, Nun gibt es natürlich viele Arten, sich um die Frage zu kümmern. Okay, es gibt sowieso viele Probleme, leider viel zu viele. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Möglichkeiten, sich einem Problem zu nähern. Der Titel Working Backwards, der impliziert, dass wir versuchen, wirklich ausgehend von den Menschen und dem Kontext der Menschen Lösungen zu finden. Da steckt eine Grundhypothese dahinter. Das ist nämlich die, dass wenn man den Bedarf von Menschen trifft, man letzten Endes auch wirklich nur sinnvolle Lösungen schaffen kann. Ich sage das mal als Disclaimer, ich mache das sehr viel. Ich bin sogenannter Digital Innovation Lead. Das heißt, ich begleite sehr viele Organisationen bei der Frage, wie sie Probleme lösen können. Aber es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch gucken, was machen denn die anderen? Wenn das bei denen funktioniert, dann kann es bei uns ja vielleicht auch funktionieren. Oder man guckt mal, was so die Technologie an Neuigkeiten herbeispült. Vielleicht kann man da ja irgendwie KI oder Sprachassistent oder was auch immer einsetzen. Unseres ist es nicht. Ja, ich will das aber als Disclaimer einmal ganz grundsätzlich vorweg schicken. Bei Amazon arbeiten wir ganz grundsätzlich rückwärts von den Menschen ausgehen. Und das soll auch hier versinnbildlicht werden. Wir versuchen also erstmal wirklich zu verstehen, was ist das Problem, wie groß ist das Problem
und wer hat das Problem überhaupt, einen Kontext aufzubauen. Und von da aus rückwärts arbeiten wir uns dann quasi Schritt für Schritt zu einer Lösungsidee. Wenn du mal eine weitergehst, bitte, Diana. Man kann auch sagen, Working Backwards ist insofern ein Prozess. Es geht nämlich im Wesentlichen eigentlich darum, sich Klarheit zu verschaffen. Man wird da sehr schön durchgeführt. Das werdet ihr auch gleich. Wir werden übrigens gleich auch zwei Übungen machen. Da könnt ihr mal für eure eigenen Kontexte so ein paar kleine Elemente nutzen. Wir haben leider nur 45 Minuten insgesamt. Normalerweise würden wir da mehr Zeit für aufwenden, aber wir hoffen natürlich, dass ihr Eindrücke bekommt. Und ein wichtiges Takeaway ist meiner Meinung nach, dass ein strukturiertes Vorgehen hilft, sich selbst, aber auch anderen Klarheit zu verschaffen. Wir stellen unheimlich oft in den Arbeiten fest, dass ganz viel so schon vorgefestigt ist im Kopf. Man denkt, das ist ein Problem, man weiß es aber eigentlich gar nicht. Oder man denkt, man hat es verstanden, aber man liegt da doch ein bisschen daneben. Oder man hat es verstanden und man arbeitet vorwärts und vergisst dann aber unterwegs, worum es eigentlich ursprünglich ging. Und genau da eine Klarheit zu schaffen, das ist eine der Benefits von Working Backwards. Ich weiß nicht, wer von euch mit anderen Innovationsmethodiken vertraut ist. Für die von euch, die Design Thinking kennen, das ist ja auch eine sehr menschzentrierte Vorgehensweise, die dürften sich hier durchaus wiederfinden. Wenn wir mal eine Folie weitergehen. So, jetzt ist die Frage, ja, wie macht man das denn? Wie schafft man denn die Klarheit? Und wir haben hierzu fünf Leitfragen, die es zu beantworten gilt, nach unserer Fasson, bevor man sagen kann, okay, wir wissen jetzt echt, was das Problem ist, und wissen wir auch, wie wir es lösen wollen. Ihr seht die fünf Leitfragen hier. Die allererste mag sehr, sehr banal klingen. Um wen geht es hier eigentlich? Heißt das ja frei übersetzt. Wer ist eigentlich der Kunde? Wer ist der Anwender? Wer ist der Patient oder wer ist der Schüler, wer auch immer? Wenn man da aber ein bisschen eine Etage tiefer reinrutscht, und da gehen wir gleich mal drauf, dann ist das eben nicht mehr so einfach. Und umgekehrt, je mehr man investiert in diese Frage und in das Verständnis um die Menschen, desto besser versteht man eigentlich auch die möglichen Lösungsansätze. Ich sage euch mal ein einfaches Beispiel. Wir haben mit der Deutschen Welle mal an einem Problem gearbeitet vor 4 Jahren. Da ging es um Desinformation in Social Media und zwar speziell mit Hinblick auf Jugendliche. Und da kam eigentlich relativ schnell raus, Social Media sind zwar vielleicht Teil des Problems, aber sie müssen auch Teil der Lösung sein, weil heute kann man nicht mehr den Jugendlichen sagen, du konsumierst keine Social Media mehr. Das heißt, ein Lösungsansatz muss grundsätzlich mit Social Media funktionieren, auch wenn genau da blöderweise ja Desinformation unter anderem passiert. Und eine andere Erkenntnis, die wir bei diesem Wer ist es denn eigentlich rausbekommen haben, war, dass die Eltern ab einem bestimmten Alter eigentlich gar nicht mehr so wichtig sind, sondern natürlich die Peer Group wichtig ist, aber auch Influencer. Und so hat sich die Deutsche Welle dann letzten Endes auch dafür entschieden, genau da einen Lösungsansatz zu finden. Das ist einfach mal ein ganz konkretes Beispiel. So, um wen geht es? Das könnte man auch als Zielgruppenbeschreibung definieren. Das ist eine Frage, die machen wir auch gleich mal kurz. Und dann ist natürlich die zentrale Frage, ja, welches Problem ist es denn? Was haben die eigentlich für ein Problem? Und die Welt ist bunt. Es gibt eigentlich immer sehr viele Probleme. Jedes Problem kann man übrigens auch umdrehen und sagen, das ist eine Chance. Das ist nämlich eine Chance, eine Lösung zu schaffen. Es ist aber wichtig nach unserer Auffassung, dass man zwar die Probleme erstmal grundsätzlich identifiziert, dann aber auch sagt, das ist das Problem, um das wir uns hier kümmern wollen. Und wenn man das macht, dann kriegt man auch auf einmal auch Klarheit für die eigene Lösung. Dann kann man nämlich zu diesem Problem auch einen ganz klaren Benefit, also eine ganz definierte Lösung schaffen. Der vierte Punkt, die vierte Frage, die wird unheimlich oft unterschätzt und ich kann die nur betonen. Das ist die Frage, woher wissen wir denn eigentlich, wie schlimm das Problem ist? Ja, wenn ich jetzt sage, wir wollen digitale Bildung für Jugendliche verbessern, weil das in den Schulen einfach unzureichend passiert, und das ist einfach nur mal ein Beispiel, sagt das eigentlich noch relativ wenig. Wenn ich aber sage, in Deutschland gibt es derzeit 2 Millionen Schüler und an 90% aller Schulen
findet aktuell noch keine zeitgemäße Ausbildung in diese Richtung statt. Es findet also keine projektbasierte Arbeit statt. Schüler kriegen keinen Zugang zu aktueller Technologie und. Dann wird das auf einmal greifbar. Dann kriegt dieses Problem wirklich Kontur und kann ich auch für mich selber abschätzen. Ist das jetzt ein Problem, das groß genug ist, und als dass ich mich darum kümmere, oder suche ich mir vielleicht ein anderes Problem, von dem ich weiß, das ist einfach noch größer? Und die letzte Frage, die es im Rahmen von Working Backwards zu beantworten gilt, ist die Frage, wie erfährt denn eigentlich der Mensch, um den es ja geht, die Lösung? Wir hatten eben bei Digital Engagiert eine Session zur Work-Analyse. Das ist für euch wahrscheinlich auch bewusst. Man kann sich sehr viele Lösungen überlegen. Wenn die Lösungen nicht von den Menschen angenommen werden, dann verpufft im Grunde genommen die ganze gewünschte und erzielte Wirkung schlicht und ergreifend. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich über die Benutzerschnittstelle ausreichend Gedanken macht. Fragen bis hierhin? Okay, machen wir mal weiter. Ich gehe mal im Bett mal ein bisschen schneller. Ich versuche es jetzt auch gleich. Wir werden auch gleich in den interaktiven Teil übergehen, damit ihr das mal ein bisschen für euch umsetzen könnt. Es entstehen sehr klare Ergebnisse. Sobald diese 5 Fragen beantwortet sind, denken wir, ist man soweit, dass man eine Produktvision formulieren kann. Und das machen wir nicht irgendwie, sondern wir schreiben tatsächlich eine Pressemitteilung. Es ist jetzt keine Pressemitteilung, die man wirklich an die Presse rausgibt, sondern man tut im Grunde genommen so, als würde man diese 5 Fragen fiktiv zu dem Zeitpunkt beantworten, zu dem eine neue Lösung live geht. Also Deutsche Welle hat eine Lösung für die Adressierung von Desinformation in Social Media für Jugendliche. Dann tun wir doch mal so, als würden wir im Juli 2022 auf Zeit Online einen Artikel schreiben oder eine Pressemitteilung veröffentlichen. Und was würde denn da eigentlich drinstehen? Das ist eine unheimlich, das treibt einen unheimlich zu Präzision, weil man auf einmal klar werden muss. Man hat die Fragen für sich beantwortet. Jetzt geht es darum, dass man das in der Pressemitteilung sozusagen auch für andere verständlich machen soll. Und wenn man das gut macht, dann kriegt man quasi das Buy-in. Oder, was mindestens genauso viel wert ist, wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger ist, man kriegt eine ganze Menge Feedback. Dann teilt man nämlich auf einmal seine Meinung. Wir denken, das ist ein Problem. Wir denken, das ist eine Lösung. So würde sich das für einen Menschen anfühlen, der die Lösung erfährt. Funktioniert das denn überhaupt? Und dieses funktioniert das denn überhaupt, das führt auch zu den FAQs. Das ist ein begleitendes Dokument. Da werden quasi alle Fragen, die so im Laufe der Ausarbeitung einer Produktvision entwickelt werden, gesammelt, um sie überhaupt erstmal festzuhalten. Darum müssen wir uns kümmern. Das ist einfach nicht klar. Und dann natürlich auch beantwortet. Da sind dann so Fragen wie, kostet mich die Lösung was? Was ist denn mit Datenschutz? Ihr wollt ja meine Daten haben, ist das denn in Ordnung? Ich check's nicht, ich komme mit der Lösung nicht klar, kriege ich irgendwo Unterstützung? Oder ich mag nicht mehr, wie komme ich denn da einfach raus? Höre ich einfach auf oder muss ich irgendwas machen? Das sind so Fragen, die ein Benutzer stellen kann. Und da gibt es natürlich viel, viel mehr Fragen und sehr viel spezifischere Fragen, aber um euch einmal ein Gefühl dafür zu geben. Und genauso gut kriegt ihr, wenn ihr dann Betreiber von einer Lösung seid, natürlich auch eine ganze Menge Fragen. Wie teuer ist das denn? Haben wir überhaupt die richtigen Leute, das zu bauen? Oder brauchen wir Partner? Welche Alternativen haben wir jetzt angeguckt? Und woher wissen wir, dass das Problem echt groß war? Und wann passiert eigentlich was? Wann geht das Ding jetzt wirklich raus? Und woran messen wir vielleicht am Ende auch Erfolg? Und wie unterstützt eine Lösung unsere Gesamtstrategie? Das sind alles so Fragen, die man sich als Betreiber dann letzten Endes stellt und die natürlich auch hinter einer Produktvision stecken, aber in den FAQs erfasst werden. Gehen wir mal eins weiter. Und dann ist es natürlich so, dass, das werdet ihr wahrscheinlich hinlänglich wissen, dass die Welt bunt ist und leider auch nicht linear. So funktioniert es einfach nie, sondern man arbeitet sich in dem ersten Wurf an der Produktvision ab. Man beantwortet diese Fragen, schreibt eine Pressemitteilung und dann passiert genau das. Dann geht man quasi immer weiter in so Feedbackschleifen und fragt andere Menschen, zum Beispiel die Kollegen oder den Chef oder einen Spender oder die Zielgruppe selber.
wenn wir jetzt das machen würden, wie wäre das denn für euch eigentlich? Und genau da wird dann wahnsinnig viel debattiert, da wird diskutiert, da werden Fragen gestellt, da wird auch Infrage gestellt. Und ihr seht hier tatsächlich mal einen Screenshot, wie das bei uns dann aussieht. Wir machen Doc-Reads, da wird dann das Dokument hingelegt und man setzt sich eine Stunde zusammen, man liest es gemeinsam und diskutiert das dann durch. Und normalerweise sind die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Versionen eigentlich nie rund. Es kommt immer noch unheimlich viel an Fragen hoch. Aber dadurch, dass man das diskutiert und debattiert, kommt natürlich sehr, sehr viel Input nochmal zusammen. Und so reift dann die Produktvision nach und nach bis zu dem Punkt, an dem man dann denkt, ja, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet, es ist wirklich klar und jetzt können wir es zu einer Entscheidung führen. Was ja normalerweise bedeutet, steckt man da die Energie von seinem Team rein oder lässt man es sein und richtet seine Energie auf etwas anderes? Um da jetzt mal so ein bisschen aus der Theorie rauszukommen und euch ein bisschen so ein Gefühl für die Praxis zu geben, wie das so aussieht mit den 5 Fragen, haben wir gedacht, machen wir mit euch mal so ein paar kleine Übungen. Diana, wenn du noch mal eine Folie weitergehst, bitte. Diese Frage, wer ist denn jetzt eigentlich der Mensch, um den es da geht? Das ist eben die Frage, da muss man spezifisch sein. Und wenn ihr euch jetzt mal das obere Bild anguckt, die Dame, die da so sitzt und so ein bisschen schräg nach oben guckt, was könnt ihr da beobachten? Was gibt euch allein dieses Foto schon für Erkenntnisse sozusagen über den Menschen, um den das geht? Schaltet euch einfach mal frei und lasst mal so ein bisschen eure Gedanken laufen, was ihr denkt, was man da so sieht. Vielleicht auch schon im Vergleich mit den anderen beiden. Ihr könnt einfach sprechen, ihr braucht jetzt nicht die Hand zu zeigen. Ich glaube, so groß ist die Gruppe jetzt nicht. Lasst einfach mal so die Gedanken. Genau, ich würde sonst einfach mal gucken, wer die Hand gehoben hat. Fabian, ich habe deine Hand gesehen. Ja. Starte doch gerne. Sie sieht sehr verträumt aus. Hört ihr mich? Alles gut? Ja. Sie sieht sehr verträumt aus und ja. Ein bisschen nachdenklich, aber auch durchaus fröhlich und so in sich. Ja, so in sich gekehrt, aber nach außen sucht. Ja. Positiv auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, absolut. Urban und wirtschaftlich. Also ist jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich benachteiligt, würde ich vermuten. Ja, sagst es selber schon, ist eine Vermutung. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Beobachtung ist das, was man objektiv beobachten kann. Und eine Interpretation, ich bin aber 100% bei dir, sie sieht auf jeden Fall nicht aus, als würde sie jetzt wirklich schlecht gehen. Ne? Das auf jeden Fall. Was könnt ihr noch beobachten? Ich denke, dass da noch ein paar Dinge drin sind. Die Stimmung ist wichtig. Demografie ist auch immer so ein Thema. Also man kann auch was über die Menschen selber sagen, vielleicht im Vergleich zu anderen Dingen. Nina? Also ich finde es natürlich auch auffällig, dass es eine schwarze Person ist, im Kontrast zu den anderen beiden weiß gelesenen Menschen. Ja. Das heißt, dass da ja schon versucht wurde, darauf zu achten, einigermaßen zumindest einen Aspekt von Diversität abzubilden. Ja, das ist jetzt, auch das ist jetzt wieder Interpretation, aber hat sie definitiv eine dunklere Hautfarbe als ich. Ich habe keine Ahnung, was sie für eine Nationalität hat, aber man kann natürlich hier die Frage stellen, und das wäre jetzt eine Frage, die man ihr stellen müsste, was ist denn eigentlich dein kultureller Hintergrund? Also wo lebst du und so weiter und so fort. Noch was? Ich sehe noch Claudia und Fabian nochmal als Meldung. Ja, das ist eine junge Frau, ne? Haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, aber. Genau. Ja, ganz einfach. Ist eher noch ein Junge, also sie ist auf jeden Fall jünger als ich, das ist mal sicher. Jünger als ich? Ja. Ja, gut. Aber ihr versteht, was ich meine, ne? Also da kann man auf jeden Fall schon mal einiges lesen. Lass uns mal eine Etage tiefer gehen zu dem Herrn, der da Bekanntschaft mit einem Parkautomaten macht. Wie sieht es denn da aus? Was könnt ihr denn da beobachten? Ich sehe, Stefanie hatte gerade die Hand gehoben. Ja, ich wollte noch sagen, ich sehe bei der Frau, dass sie Kopfhörer trägt in ihr. Und davon gehe ich aus, dass sie deswegen diese Kopfhörer mit einem Smartphone verbunden hat. Das heißt, es gibt eine zumindest mal Basiskompetenz in digitalen Medien. Ja. Sehr gut, ja. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ist gut. Fabian und Claudia, ich sehe eure Hände wieder.
Fabian, fängst du an? Gerade der Unterschied vom oberen zum mittleren Bild ist ja auch, dass die Dame Bus fährt und der Herr anscheinend versucht, ein Parkticket zu ziehen und wütend ist, kann man ganz viel mit der Mobilität dann noch in Verbindung bringen. Ja. Beide sind ungefähr gleich alt. Ja, also man kann auf jeden Fall mal von dem Menschen in der Mitte sagen, er ist grundsätzlich in einer anderen Stimmung, ja. Wenn man das jetzt auf die vierte Frage überträgt, wie ist denn so die Customer Experience? Da gibt es wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auf den beiden Enden der Skala, ja. Entspannt, happy, funktioniert irgendwie, die Welt funktioniert gerade und für den Herrn, warum auch immer, wir wissen nicht, ob das Ding jetzt seine Münze verschluckt hat oder ob er einfach wegen was anderem genervt ist, aber der ist gerade überhaupt nicht gut drauf, das ist mal sicher. Also wenn ich Parkautomatenbetreiber wäre, dann könnte man jetzt annehmen, ich habe meinen Job richtig verkackt an der Stelle. Also das ist keine gute Lösung. Fabian, ich sehe deine Hand. No. Wenn man das dann nochmal überträgt, könnte man ja auch meinen, dass die Dame im Bus vielleicht mobil ihr Ticket gekauft hat und der Herr das gerade analog funktioniert und anscheinend am Kleingeld scheitert oder was auch immer. Und man dann sagt, könnte man Rückschlüsse auf die Mobilität Ja, gut, das ist wieder sowas, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich mache selber den Fehler gerade. Wir müssen schon bei den Beobachtungen bleiben. Das ist eben auch die Kunst, sich da rauszunehmen und nicht reinzuinterpretieren. Aber das führt zumindest mal zu guten Fragen. Ne? Also hier könnte man zum Beispiel die Frage stellen, wenn er sich dann ein bisschen beruhigt hat, was war denn das Problem? Ja. Ich sehe Armins Hand. Ja, es erinnert mich gerade an die Parkraumbewirtschaftungseinführung am 15. März in Berlin-Wedding. Das sah bei mir auf der Straße jeden Tag so aus. Aber man sieht so ein bisschen im Hintergrund, ne, man sieht so die Jahreszeit, es ist ja irgendwie herbstlich, so später Herbsttag. Man sieht die Wut, Lederjacke, finde ich auch, hat irgendwie so einen Ausdruck. Lederjacke ist immer eher was Selbstbewusstes, ne? So schwarze Lederjacke ist erstmal ein bisschen tougher. Das finde ich, sieht man noch und ja auch so von der Haltung so, ne? Da ist jemand, der hat Kraft so und der ist da, geht da körperlich an die Situation ran. Ja. Gehen wir doch mal eine Etage tiefer zu dem Herrn ganz unten. Was habt ihr denn da für Beobachtungen? Sprecht, also wegen mir, ihr könnt einfach sprechen, so viel sind wir ja nicht. Also ich sehe einen älteren, weißhäutigen Mann, der parallel vier Monitore bedient. Respekt. Ja. Respekt, oder? Ja. Von der Stimmung her, wie geht es dem gerade? Was können wir da irgendwas? Ich würde es mal interpretieren als hochkonzentriert. Ja. Mindestens, ne? Ich glaube, ist das so an der Grenze zum Angespanntsein. Auf jeden Fall ist das schon so leicht vorgebeugt. Augen machen vielleicht auch nicht mehr ganz mit. Oder es sind einfach viel zu viele Informationen. Also ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, aber ich meine, vier Monitore ist schon krank, aber dann auch noch pro Monitor, wie viele Datenpunkte hat er da? Ich weiß nicht, dieser zweite von links, ich kann es gar nicht zählen. Das sind so Ampeln, sollen irgendwie ihm Status geben, aber ich meine, wir sind keine Maschinen, wer sollte das noch verarbeiten? Aber gut, ich bin ja auch schon wieder am Interpretieren. Es ist auf jeden Fall ein berufliches Setting. Ich glaube, das kann man sagen. Das macht keiner mehr zum Hobby. Der hat jetzt eine mega krasse Eisenbahn zu Hause im Keller stehen. Aber das schließen wir mal aus. Das wollte ich auch gerade sagen. Es scheint eine Arbeitssituation zu sein, wenn er nicht gerade beim Computerclub ist. Ja. Man könnte auch ihm die Frage stellen, wie viel Verantwortung hast du denn da gerade? Weil alles, was so mit Ampeln zu tun hat, das hat auch was mit Verantwortung zu tun, weil man muss einen Status beobachten. Grün ist gut, gelb ist und rot ist, okay, hier brennt die Hütte. Und wenn er das ganz viel machen muss, dann hat er wahrscheinlich Verantwortung und wahrscheinlich auch Druck. Ja, also ich würde zumindest da Druck empfangen. Noch eine kleine Beobachtung, er interagiert auch mit dem System. Ne? Das ist vielleicht eine Lappalie für euch, für uns. Er hat eine Maus in der Hand, er muss also irgendwas machen auch. Ja, noch was? Es sind halt vier Tastaturen und vier Mäuse auch dabei. Ne? Das verwirrt so ein bisschen, weil wir kennen wahrscheinlich alle mit mehreren Monitoren, aber vier Monitore sind wie vier Tower, auf die aufgebaut sind. Vier Systeme. Und er hat sich jetzt eins rausgesucht. Also es erhebt nochmal diese Komplexität, die da gerade zu sehen ist. Ja, das wollte ich auch sagen. Also, dass er tatsächlich wahrscheinlich an vier Monitoren, also an vier PCs sitzt. Ja. Und also, User Experience at its best, würde ich mal sagen. Ne? Also eins ist ziemlich gut, zwei und drei, wenn ich da der Lösungsanbieter wäre, würde ich sagen, ich könnte dann mal über Verbesserungen nachdenken. Da ist Luft nach oben. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Diana?
Ja. Genau. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen auf das Auge verlassen, was man beobachten kann. Jetzt lest euch doch bitte mal gerade diesen kurzen Text durch und dann sagt ihr mir mal, was kann man denn da so rausziehen? Und ich werde euch eine einzige Frage stellen und die lautet, was können wir der Maria Gutes tun? Was ist der eine Benefit, den sie braucht? Ihr Zeit schenken. Ganz einfach. Die sagt uns sogar ganz, ganz aus. Also deutlicher kann man es gar nicht sagen. Aber das ist halt wichtig, ne? Wenn man den Leuten auch mal wirklich zuhört und von ihnen aus rückwärts arbeitet, dann wird es auf einmal klar. Also egal, ob wir jetzt das Beamen erfinden oder, keine Ahnung, mega Spielzeug, damit die Kinder glücklicher sind. Das wird sie eigentlich übrigens nicht glücklich machen, weil sie ja eigentlich Zeit haben will mit ihren Kindern und ihrer Familie. Aber in irgendeiner Form müssen wir ihr Zeit sparen. Ob es das vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann es Einkäufe, sich die Zeit für die Einkäufe sparen. Vielleicht kann es sein, dass sie nicht mehr zur Arbeit pendeln muss. Irgendwas, aber der Benefit ist halt das alles Entscheidende für sie, wie auch immer die Lösung aussieht. Gehen wir mal weiter. Also worauf ich hier hinaus wollte ist, wenn ihr an euren Projekten arbeitet, guckt immer genau hin. Das ist eigentlich so das Zentrale, was ich euch mitgeben will. Das ist auf den ersten Blick, denkt man, man weiß es, aber man weiß es eigentlich oft doch nicht. Und wir haben alle nur sehr begrenzt Energie und Kapazität und Zeit und manchmal sind die Probleme auch wirklich drängend. Ja? Stichwort Ukraine. Die Flüchtlinge, da kann man nicht sagen, wartet mal 3 Monate, wir gucken mal erstmal ein bisschen. So läuft es halt oft nicht, aber es bleibt dabei, guckt euch wirklich genau an, oder wir ja auch, was brauchen die Leute, was wollen die Leute, das ist was anderes, was für Attribute haben sie und wie verhalten sie sich. Es gibt da auch verschiedene Techniken, vielleicht nochmal ganz kurz einen Hinweis dazu. Das kriegt ihr in den Folien, die geben wir euch im Nachgang, aber wenn wir nochmal auf eine nächste Folie schauen. Ja. Ja, da ist es. Okay, also es gibt auf der linken Seite, das nennt man Empathy Maps, das ist quasi ein statisches Abbild eines Menschen. Was für Aufgaben erfüllt er? Wie fühlt er sich dabei? Welchen Einflüssen ist er unterlegen? Stichwort Freunde und Influencer bei Jugendlichen. Was sind seine Pain Points? Ich habe für nichts Zeit. Und was ist eigentlich das eine, was wir ihm Gutes tun können? Bei Maria war es die Zeit, die wir ihr schenken können. Man kann sich Menschen auch ein bisschen anders nähern. Das ist jetzt ein statisches Abbild sozusagen. Auf der rechten Seite seht ihr quasi eine fiktive Reise durch den Tagesablauf eines Menschen. Maria steht morgens auf, keine Ahnung, macht sich kurz fertig, deckt den Frühstückstisch, bla bla bla. Können wir uns, glaube ich, alle ganz gut vorstellen, wie so ein Tagesablauf aussieht. Und dann kann man da eigentlich sehr gut Punkte identifizieren, an denen man ansetzen kann. Das ist immer dann gut, wenn man weiß, okay, so ein Feld ist jetzt rot, da brennt die Hütte, da funktioniert irgendwas für sie gar nicht, da fühlt sie sich richtig schlecht. Und das ist für uns natürlich gleichzeitig dann ein Ansatzpunkt zu sagen, genau hier, in dieser Situation, da möchten wir für die Maria einen Benefit liefern, wie auch immer. Ich würde ganz gerne mal 5 Minuten mit euch eine Übung machen. Versucht doch mal, nehmt euch bitte mal selber, wenn du noch mal eins weitergehst, Diana, bitte. Es ist immer sehr gut, wenn man diese ganzen Beobachtungen gemacht hat, sich mal einfach mal kurz den Moment nimmt und sagt, was ist eigentlich das Problem, beziehungsweise was ist die Opportunity, ne? Das ist das mit diesen beiden Seiten. Vielleicht nehmt euch mal ein Blatt Papier und folgt mal diesem Schema hier und schreibt mal für euch ein Problem auf, was mit dem ihr euch gerade beschäftigt oder vor dem ihr gerade sitzt, das ihr für andere lösen wollt, und schreibt das mal nach dieser Syntax auf. Die Syntax ist deswegen interessant, als dass sie 3 Dinge sehr klar spezifiziert. Um wen geht es eigentlich? Das war die erste Frage von Working Backwards. Was ist das Problem? In welcher Situation? Und habt ihr eigentlich, versucht das einfach mal. Dann gucken wir mal, vielleicht eine Minute reicht vielleicht, dass ihr das mal so kurz für euch aufschreibt. Und dann gucken wir mal so uns mal 1, 2 Beispiele an, was ihr so formuliert habt, wenn ihr wollt. Für wen das vielleicht noch ein bisschen schwierig ist, weil hier immer der Begriff Customer noch mit auftaucht. Ihr könnt das auch einfach austauschen durch Zielgruppe. Das ist ja eher so ein bisschen der Begriff oder der Term, den man bei gemeinnützigen Organisationen verwendet. Wie hat es denn geklappt? Fällt euch das leicht? Ich bin gerade dabei, einen Projektantrag zu schreiben, und das habe ich jetzt auch mal gerade genutzt.
um es ein bisschen zusammenzufassen. Also die Zielgruppe sind aus der Ukraine geflüchtete Frauen mit Kindern. Wie ist ihre Situation? Sie sind aktuell noch geschockt. Sie haben Angst um ihre Männer und Söhne, die in der Ukraine sind. Großes Gefühl von Unsicherheit und Fremdheit. Und die Perspektive, bleibe ich in Deutschland, kann ich zurückgehen? Und wenn ich in Deutschland bleibe, wie kann ich Geld verdienen, ist eine sie quälende Frage. Ja. Was ist das Problem? Unsicherheit. Wenn man das jetzt mal umdreht, das ist ja das mit der Opportunity. Wenn das Problem Unsicherheit ist, was ist dann die Antwort? Der Benefit sozusagen, was würdest du sagen? Es gibt auch in Deutschland Chancen für sie, wenn wir sie gemeinsam entwickeln können. Was ist die Lösungsidee? Habt ihr schon eine? Ja, wir machen eine Clearingstelle, wo wir schauen, was haben sie für Potenziale für Ausbildung, für Qualifikationen, was kann anerkannt werden, wie können wir sie schnell sprachlich und in anderer Form unterstützen, dass sie einen Weg in den Arbeitsmarkt finden, sofern ihre Kinder betreut sind. Okay. Ja, ich finde es nachvollziehbar. Ich hätte zwar noch eine Reihe von Fragen, aber ich glaube, um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, ist es klar. Der Fokus liegt also auf Arbeit an der Stelle, ja, oder? Ja, genau. Das gibt die, ich bin unsicher, soll ich bleiben? Das hängt natürlich von der Arbeit ab. Und wenn ich quasi eine Arbeit vermittelt bekomme oder mich in eine Arbeit reinqualifizieren kann, dann kriege ich Sicherheit. Ja, passt. Ich glaube, es ist noch ein bisschen früher. Die Unsicherheit liegt auch darin, dass viele im Moment noch sehr darauf hoffen, dass sie gar nicht erst hier sich integrieren müssen, sondern auch nochmal zurück in die Ukraine gehen. Ja. Und das ist natürlich ein anderes Problem. Ne? Das ist das, was ich versuche hier so ein bisschen rauszuarbeiten mit euch. Versucht nicht alles zu erschlagen. Lösungen sollten immer klare Antworten haben. Und jedes Problem braucht eine andere Lösung. Es ist ratsam, sich Problem für Problem abzuarbeiten. Das, was man früher mal die eierlegende Wollmilchsau genannt hat, das funktioniert in aller Regel nicht, aus verschiedenen Gründen. Deshalb identifiziert Probleme, spezifische Probleme und findet dazu spezifische Antworten und akzeptiert auch vielleicht ein Stück weit, dass andere Probleme dadurch erstmal nicht adressiert werden. Es ist gut, wenn ihr die auf dem Radar habt, aber die verdienen eben oder brauchen eben dann wieder eine eigene Lösung. Absolut, ja. Ja, Laura, ich habe gesehen, wir müssen auch schon langsam Schluss machen, aber vielleicht noch eine Frage? Ich wollte noch ein anderes Beispiel, das ich aufgeschrieben habe, kurz sagen. Ich habe es auf Englisch aufgeschrieben. Today a student wants to engage in civil society and doesn't know where and when is leaving school. Das ist das Problem, also das Problem quasi, wir bauen gerade eine Engagementplattform auf und da ist quasi, wo kann ich mich engagieren? Aber wenn ich das so aufschreibe, ist tatsächlich, stellt sich mir die Frage, ist es wirklich das Problem des Menschen oder des Schülers hier? Gibt es diese Situation tatsächlich, dass ich irgendwie aus der Schule komme und sage, oh, wo könnte ich mich denn engagieren? Ja, das ist die Welt der Datenpunkte. Das ist genau die vierte Frage. Dafür müssen wir Recherchen machen. Das ist eine Hypothese. Ich könnte mir vorstellen, dass es das gibt, aber das ist auch nicht. Ich bin ja auch kein Statistiker. An der Stelle kann ich nur sagen, wenn du selber die Frage schon aufwirfst, dann müsst ihr die beantworten. Marktstudien, Umfragen, vielleicht auch nur Anekdoten im Umfeld sammeln, erstmal um eine erste Orientierung zu bekommen. Aber das ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil eine Lösung zu schaffen, ist sehr teuer, sehr aufwendig. Und wenn ihr hinterher feststellt, und das passiert so vielen Startups, ich habe in so vielen Startups gearbeitet, die bauen die tollsten Lösungen und keiner benutzt die. Nach 2 Jahren später haben die einen Haufen Geld versenkt, einen Haufen Zeit, einen Haufen Liebe. Ist alles verpufft, weil es einfach kein Problem war. Ja, also die Frage ist, wie schärft man das Problem, dass man dann auch tatsächlich hierfür eine Lösung schafft? Dann? Wie schärft man das Problem? Ich hätte jetzt fast schon gesagt, wie guckt man nochmal genauer auf die Zielgruppe, ob die das Problem auch wirklich hat? Ja, das ist. Also ich kann euch sagen, wir machen das so, dass wir, bevor wir uns irgendwo engagieren, eigentlich immer
viel Zeit, wir nennen das Peel the Onion machen, also du schälst quasi eine Zwiebel, du kriegst die erste Schale und dann fängst du die ersten Fragen anzustellen. Und das normalerweise ergibt sich auf eine ganz natürliche Art und Weise eine Diskussion, ja, wie viele Schüler gibt es denn überhaupt in Deutschland und wie viele von denen wollen sich engagieren und wie viele engagieren sich vielleicht auch irgendwo schon. Du kommst dann ganz, ganz, ganz automatisch auch vielleicht auf das eigentliche Problem. Ich kann es dir jetzt in dem Fall natürlich auch nicht sagen, da bin ich nicht drin, aber, ja, ja. Aber da tiefer zu gehen und Fragen zu stellen und sich nicht auch mit der ersten Antwort zufrieden zu stellen, das ist, glaube ich, sehr ratsam. Mhm. Und Datenpunkte zu sammeln, das ist wirklich wichtig. Danke. Wir müssen leider schon Schluss machen. Ich danke euch sehr herzlich für die Session. Es war ein Einblick. Wir haben die Oberfläche gekratzt. Wir teilen euch sehr gerne im Nachgang zwei Dinge, den Foliensatz und ein Booklet. Das ist quasi so eine kleine Broschüre. Da habt ihr nochmal die Fragen drin und kriegt auch so ein bisschen Struktur. Auf jeden Fall meldet euch, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Fragen habt, wenn wir euch noch irgendwie unterstützen können. Das denke mal, Diana, da können wir für uns beide sprechen. Wir stehen für euch da und helfen euch gerne bei euren Vorhaben. Schreibt uns gern, meldet euch bei uns und ansonsten wünsche ich euch Happy Innovation. Ja. Claudia, ich nehme das mit, ich gebe es weiter. Danke für den Fall.